Hello. What geht? Wir spielen heute wieder Travelers Rest. Und gucken mal so ein bisschen. Ich habe ein paar Tipps und so weiter gesehen. Fand ich ganz nice. Und die will ich mir jetzt mal gerne angucken. Oh, das Laden dauert schon komisch lange. Und zwar gibt es die, da hätte ich auch schon früher dran denken können. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Es gibt die Möglichkeit, ja hier Dinge zu platzieren, sage ich jetzt mal. Und zwar hier. Dass man das ein bisschen umbaut. Und zwar, dass man hier nochmal einen zweiten Holzbrettstapel baut und guckt, ob sich das verbessert von 6 auf. Weil ich habe einige gesehen, die haben dann hier einen ganzen Haufen einfach drumherum gebaut. Und hier das gleiche. Zeitersparnis und hier noch irgendwas? Nee, okay. Aber das wäre dann zum Beispiel die Zeitersparnis, die man bekommt dadurch. Und hier haben wir, wenn wir den hier bauen, Kostensenkung um Steinblock im Arbeitsbereich. Können wir hier die Steinblöcke reduzieren? Aber ich glaube, das hier ist erstmal das Wichtigste. Glaube ich. Das könnten wir nochmal prüfen, indem wir einkaufen. Und hier. So. Aber hier gibt es auch nichts. Dann war es hier dran. Nee, dann hier. Kohlestapel. Brennstoffkosten im Arbeitsbereich. Das ist natürlich nice. Show. Oh, und ich habe eine Fliege in der Wohnung. Wie viel Brett Holz haben wir? Oh. Okay, dann sollten wir ein paar Bäume fällen. So. So, ich kriege jetzt 6 bei einem. Oh. Das ist nice. Hey ho, was geht?
Ich habe immer noch nicht deinen Clip gefunden. Aber ich bin noch nicht ganz durch mit den 30 Bewertungen. So, wir fällen jetzt ein paar Bäume, weil das wirklich funktioniert mit dem Meer hinstellen. Kannst du denn selbst sehen, dass du es eingereicht hast? Ja, ne? Okay. Nicht, dass es aus irgendwelchen Gründen rausgenommen worden ist. Aber wenn es drin ist, ist es schon mal gut. Ich hatte schon Sorgen. Ja. Und du hattest leider echt recht. Ich habe nicht... Ich würde sagen, 80% davon, entweder verstehe ich die nicht, oder die sind echt nicht gut. Also, ja. Gestern? Ach, mit halt dich fest? Oder der andere. Ja, den anderen fand ich gut. Der ist super. Ja. Vielleicht hätte man da irgendwie reinschneiden müssen, dass es um Twitch-Clips geht. Ja, auf jeden. Wäre zwar für viele Leute sehr verwirrend, ohne Kontext, aber ja. Also ich finde ja, hier in Traveler's Rest ist es bedeutend einfacher, Holz zu farmen, als in Medieval Dynasty. Guck mal, wie schnell man hier Bretter herstellen kann. Wie gut man das System schießen kann.
Ja. Da wäre es aber passend, würde man die Dame dann auch oder die Streamerin einblenden, wo die gerade irgendwas kaputt gemacht hat, und dann kommt da der Clip von dir. Ja, die eine, die macht im Stream immer alles kaputt, da musst du nicht an dich denken. Ja, von der habe ich auch ein Video als Bewertung drin gehabt. Da ist ihr blauer Stift ausgelaufen und die hat es anscheinend zu spät gemerkt und ihre komplette Hand jetzt, also nicht komplette Hand, aber so die Finger, womit du den Stift halt festhältst, komplett blau. Tiefblau. Also so gut. Und die macht, also bei der geht so viel kaputt, das ist unglaublich. Jo, mach das. Viel Spaß dir. Und verlauf dich nicht. Oh, und ich habe was anderes noch rausgefunden, was... Also in einem Video gesehen. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Man kann ja nichts schlagen, außer... außer mit dem Besen. Und mit dem kann man anscheinend auch Tiere kaputt machen. So, gucken wir mal hier unten, ob wir noch mehr zum Ausbilden finden. Und ob hier unten noch Tiere rumlaufen. So.
Nice, Mangos. Hier unten läuft keine Krabbe rum. Schade. Vielleicht noch auf der anderen Seite. Ja. Also man kann die anscheinend nur mit dem Besen schlagen. Und kann dann Sachen bekommen. Und das funktioniert wohl auch mit den Truthähnen und, die hier rumlaufen. Kokosnüsse. So, dann laufen wir noch in den Norden. So, dann gucken wir mal, ob hier noch ein Truthahn rumläuft. Truthahn, Truthahn. Hier nehmen wir das mit. Und hier ist kein Truthahn. Schade. Pilze mit Sahne, 20 Stück. Mit Cattarella.
So. So, dann können wir hier eins... Nice. ...33, was ist das hier? Oh. Oh. Montag muss ich auf jeden Fall eröffnen, weil da ein Whip kommt. Oh. Ich sollte die Pflanzen gießen. Willkommen zurück. Oh mein Gott. So, dort. Oh, diese scheiß Fliege hier.
Okay. So, wie sieht's denn hier unten jetzt aus? Okay, ich nix. Eins. Brot aus Reis. Gemüsebrühe zu Chilis. Oh. Kann ich zwei Sachen abschließen? So, und wieder rein und die Sachen zurückbringen. So, dann gucken wir nochmal, ob wir doch irgendwo einen Truthahn finden. Hier ist auch nix. Ich glaube, hier ist kein Truthahn. Truthahn. Truthähne kann man mit einem Besen verprügeln. Ah, und man erhält Wildtruthahn. Richtig nice.
So. Gucken wir nochmal hier unten, ob da eine Krabbe ist. Muscheln. So, ich wollte nochmal nachgucken, wie das Spiel hieß, was du mir empfohlen hast. Kettle Country. Oder Country. Okay. It's not often we see new faces in town, but you know, I reckon you've ridden in at just the right time. Here on the range, in the land of the free, we live a simple life. Take a load off, I'll give you a lay of the land. Out here on the prairie, there's sun, crops, das ist vielleicht dairy, ganz lustig. And a good ranch hand keeps their soul clean and their boots dirty. Working the fields can be a challenging task, but a good harvest? Well now, that's a celebration. Brings a whole town together. Speaking of the town, people here are a hardy bunch. You have to be to survive here. But believe me, when I say they have hearts as warm as a hearth in the winter time, if you make the effort to stoke the flames. You see, partner, we're part of a modern departure. We raise our cattle, okay, build our homesteads, and respect the land for the bounty she delivers. We're a keen folk, right at home, living off the land. There's nothing quite like communing with nature for putting a man in touch with his roots, as my granddaddy always said. There's plenty of other pastimes for a young buck like yourself. These mountains ain't just beautiful, they're full of treasure for those with the skill and the strength to mine for it. Who knew a hunk of rock could mean so much to so many? Well, throw down roots, work the land, become part of a story that's as old as these hills, and part of this here community of settlers. Stick around, partner, and welcome to Cattle Country. Ja, das kann man sich, denke ich, wirklich mal geben. Aber bei dem Bild hier dachte ich erst, das ist so eine Mischung aus, oder das ist sowas wie, wie heißt das, eine Mischung aus, fällt mir gar nicht ein. Ja, genau, aber, ich habe da erst an ein Handy-Game, sowas wie Farmville oder so gedacht. Oh cool, die Grafik ist wieder durcheinander. Oh mein Gott.
Nee. Das passiert einfach random. Und ich weiß nicht warum. Also, das passiert so zweimal pro Stream. Ich weiß nicht wann, wie und warum. Es ist aber richtig nervig. Ja, bestimmt. Ich drück dir da die Daumen. Wäre auf jeden Fall sehr funny. Also, aber man kann zumindest sagen, dein Clip ist zu 90% lustiger als das, was ich bis jetzt da gesehen habe. Mit ein, zwei Ausnahmen. Aber sonst, alter Schwede. Das war eigentlich mehr anstrengend, als dass es lustig war. Bei manchen finde ich die Mikrofonquali auch schwierig. Meine stört mich teilweise schon, weswegen ich einen anderen Windschutz bestellt habe, damit man
Das Atmen nicht immer hört. Ja, da bin ich auch am Überlegen. Hey, ja, schreib Romane, ist mir eigentlich relativ wumpe, ne? So. Und Lala, was geht bei dir heute? Ah. Und wie weit bist du schon gekommen? Okay. Starkbier, wie stelle ich das hier her? Show.
Okay, suchen wir nochmal. Oder gucken wir nochmal, ob wir irgendwelche Sachen finden können. Schlagen können, meine ich. So. Läuft hier ein Truthahn rum? Hier ist nix. Ein Truthahn, schade. Gucken wir, ob wir eine Krabbe finden. Was spielst du denn aktuell eigentlich? Oh mein Gott. Ach. Bist du da ein wenig süchtig geworden? Das ist ja schlimm mit dir. Solange das dann noch im Koop Spaß macht, ist ja alles in Ordnung. Super, das freut mir. Ja, fand ich gestern auch sehr lustig. Es sind auch sehr lustige Clips dabei rumgekommen.
Davon müsste ich eigentlich auch mal ein paar Clips einschicken. Eigentlich den von gestern mit dem Hammer. Der war zu bescheuert. So, das kommt jetzt zwar alles viel zu spät geliefert, aber... So, dann öffnen wir doch mal. Heute sollte ein VIP kommen. Ja. Hilfe. Sorry. Ach ja, ich habe gestern noch die Presse gekriegt. Und damit kann man Säfte herstellen.
Ah, das wird super. Wie viel hier los ist. Ja, dafür brauchen wir leider Gold. Das ist das Problem. Wie zu viel. Nee, ein Gold pro Feld. Das ist das Problem. Scheiß Fliege. So, das kann ich jetzt mal eben zeigen. Aha. So, ich wollte das einmal zeigen. So, wir können alles, was grün ist, können wir erweitern. Sogar wir können... so viel bauen. So, aber ich wollte eigentlich hier ransetzen. Brauchen wir 25 Nägel und 25 Bretter.
Okay. Waldpilz und Starkbier. Mit Zitrone, okay. So. Dann machen wir hier oben noch sauber. So. So. Ja. Ja. Geil. Hm.
Wow. Und Kork. Thank you.
So. Okay, das gibt keine Verbesserung anscheinend mehr. Oh, Scheiße! Ei. So. Und jetzt muss ich nur noch die Zone einstellen. Nice. Show. Oh, ich könnte das Bier noch abgeben. Oh.
Also das, was ich bei Google gerade gefunden habe, sieht das absolut geil lecker aus. Diese Scheißfliege! Das sieht richtig nice aus. Hätte ich ja jetzt auch Bock drauf, ne? Oh, 0 Uhr. Oh, und wir haben kein Bier mehr.
Haha. Au. So. Ja. Weizenwürze und Show, sauber machen, sauber machen, sauber machen. Hehe, nice. No. So, Pflanzen, was haben wir denn? Pfirsichbaumsetzlinge. Erbsen. Oh Gott sei Dank, ich habe auf Kochen gedrückt. Ich dachte gerade, ich habe nicht drauf gedrückt.
So, dann haben wir das. Und wieder auf der Suche nach Fleisch. Da gibt's nichts. Hier. Truthahn, Truthahn, wo bist du? Ah, der ist wieder da, okay. Ich hoffe, der ist mehr Tage. Was? Willkommen in der Realität. Ich verstehe wir nicht. Ja, das Spiel macht auf jeden Fall Laune. Ich habe das 20 Stunden gespielt. Achso. Ja, wenn du nur wir schreibst. Aber Enshrouded hört sich auch gut an. Ich habe das nicht ganz durchgespielt und wollte warten, dass neue Updates rauskommen. Also das passt sogar richtig gut. Weil ich glaube, ich habe gespielt, bis kein Update mehr rauskam. Okay. Also. Once human. Also medieval, once human. Ale tale. Enshrouded. Da, da kommt bestimmt noch mehr dazu.
Oh. Ja, Krabbe. Oh ja. Aber wie ich gestern schon gesagt habe, das Gute bei den ganzen Spielen ist, dass es Endlosspiele eigentlich ja sind, wodurch man nicht gezwungen ist, die zu Ende zu spielen, wie zum Beispiel Avatar, sondern man kann einfach sagen, okay, hey, ich habe jetzt einen gewissen Zustand erreicht und ich mache jetzt was anderes. Also das finde ich zumindest ganz geil. Ja, da würde ich aber wirklich noch auf die 1-0 warten. Und dann vielleicht noch ein paar Patches. Weil ich glaube, dann wird sich das richtig lohnen. Und das Gute ist, dass es das als Server gibt. Oh Gott. Oh.
Weizenbier. Wir brauchen Brennstoff. Oh, wir sind arm. Nappend. Ja. Das muss so. Ja, genau, sehe ich auch so. Nee, schon doch, vielleicht ein bisschen länger. Ja, aber morgen ist dann wieder betreutes Spielen. Du wurdest bestimmt von einer Kribbelmücke gestochen, weswegen du jetzt die Probleme hast. Ah, okay. Dann wahrscheinlich wirklich ein Angriff auf dich.
Oh, 2 XP fehlen mir. Oh. Das ist echt nicht gut. Hast du mal geguckt, was dein Blutdruck und dein Puls macht? Ja, deswegen nicht, dass dein Blutdruck einfach zu niedrig ist. Ja, dann hört es sich eher an, als ob der Blutdruck zu hoch wäre. Ja, aber Puls sagt halt in dem Fall nicht viel aus, ne? Also da würde ich eher mit einem Blutdruckmessgerät oder so arbeiten und dann einfach mal gucken. Und über den Tag verteilt auch mal gucken, auch in Ruheposition. Oh. Ja, aber das kann sich halt auch auf den Herzmuskel auswirken, ne? Und vielleicht brauchst du mal richtig Erholung. Ja. Noch Druck auf den Haaren, dann... Oh Gott. Ja, also besonders wenn du dazu halt noch eine Erkältung hast, dann ist dein Körper halt geschwächt, dann würde mich das jetzt auch nicht wundern. So, kaufen wir noch Hopfen? Ja, definitiv. Also, würde mich auch wundern und ich würde auch genauso reagieren. Ja, also dann hättest du jetzt einen Herzinfarkt, eine Herzmuskelentzündung und ja.
So, ich muss einmal das Spiel neu starten, weil irgendwie war es komisch. Ja, oder so. Also, aber ich hoffe, das wird nicht zu schlimm. Dann solltest du definitiv früher hingehen. Ah. Ja, das ist besser, weil so kannst du kein Auto fahren. Also würde ich sagen. Wäre definitiv blöd, würde ich sagen. Oh, ja, oh nee. Das ist nicht gut. So. Heute war bei uns auch mega der Regen. Aber zum Glück pünktlich zum Feierabend hat's aufgehört. Aber dir dann erstmal gute Besserung. Okay, komischer Spruch.
Wein trinken kannst du ja aber trotzdem noch. Ich halte dich ja nicht auf, ne? Ich glaube aber, das ist nicht gut, wenn du krank bist. Ja, aber nee. Hat natürlich auch Vorteile, ne? Königskrabbe. Oh, hi.
Nice. Ich könnte anfangen. Ich könnte anfangen, Bananen zu verkaufen. Oh, 5 Cent. 7. Ja, ich habe auch noch so ein paar Karten. Oh. 63 Cent. Wow. Was soll denn das? Das ist gemein. Ups. Ihr seid mal wieder herzallerliebst, muss ich sagen. Ja, das passiert zwischendurch einfach mal, dass man auf nichts Lust hat. Kenne ich aber auch. Also dir einen schönen Abend und genieß den Abend auf jeden Fall.
Genau, und gute Nacht später. Und ja, schlaf gut. Bis morgen. Fusselwindschutz. Der ist sogar fest montiert. Also ist Schaumstoff, glaube ich. Aber das geht eigentlich. Nur das Problem ist natürlich, dass hier kein Popschutz direkt drin ist. So. Oh Gott. Du hast das Destillieren von Getränken freigeschaltet. Du kannst eine Destillerie am Briefkasten kaufen. Außerdem kannst du nun Rezepte zum... okay. Oh. So. Okay. Zuschauer, du bist auf dem falschen Schutz unterwegs. Was? Nein, meine ich nicht. Ich habe ein Zweier-Set mit jeweils einem und ich überlege, welches ich nehmen soll. Das Fusselding ist haarig. Kannst du Augen draufkleben und eine Schnauze, dann wird wird das auch passen. Dann würdest du deinen Emotes passen. Und... oh Gott. Vielleicht fange ich ja die Nacht an zu zocken und schon mal getan, bis ich früh. Oh. Also so spät, das könnte ich nicht. Dann früher aufstehen, um zu zocken, da wäre ich da viel zu müde, glaube ich. Ja, sorry, dass er nicht jugendfrei war. Und ja, ich finde das mit Kulleraugen lustig, da musst du da aber mit Heißkleber irgendwie das Ganze festmachen.
So. Okay. Ich glaube, ich brauche einen Einmachtisch. Ja, kannst du überall draufkleben. Ja, ich glaube, du kannst da wirklich viel mitmachen. Also die Ideen von Zuschauern finde ich sehr gut. Hast du mal geguckt, ob du vielleicht irgendwo einen Bastelladen bei euch in der Gegend habt? Oh.
Ja. Coole Augen am Hinterkopf. Woher kriege ich denn jetzt Weizenfermann? Ja, oder so. Ich guck mal in die Höhle. Oh, sind das schlechte Titel. Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott. Traveler's Rest des Tieren. So, woher kriege ich das Grain Firmament? Lol. Ich bin einfach nur dumm. Ein
Brennerhefe. Okay. Oh Gott. Es wird nicht besser, Zuschauer. Ja, wehtun tut es. Definitiv. Das tut weh. Es wird nicht besser. Mmh.
Das tat auch weh. So, was für Quests haben wir denn? Rübencreme, Amber, Bier, Ergänzung, Frucht. Oh, hab ich sogar. Ich glaube, ich brauche gleich einen Beipackzettel. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie deine Filmsammlung oder sowas aussieht. Alles voll mit coole Augen. So, wir brauchen ein bisschen Gold. Ja, absurde Kreativität und sehr flache Kreativität. Ist bei cooler Augen eher selten. Nimmt das coole Auge. Kexas. Oh mein Gott. Warte, boom. Ja, an die kann ich mich nicht mehr so erinnern.
So, kaufen wir... Oh, zwei Bier leer. Acht, 16. Oh, so. Es scheint selbst bei der Honey Tree sich. Okay. Das wundert mich. Bei mir hat sich immer alles gestackt. Ah, okay. Komisch. Es könnte aber sein, dass die NPD-Daten nicht ganz funktionieren. Ja, Heilung ist eigentlich immer dabei durch den Treat selbst. Was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ah. Okay, bei mir war, weil ich mit Endurance und so weiter auch noch hochgegangen bin, 25er.
Also das kommt durch Endurance eigentlich. Komisch. Oh. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Weil ich konnte bei den Treats jedes einzeln auswählen, was ich für ein Gen drauf haben will. Also 5 Gene auf einen Treat. Oh. Das könnte auch sein. Nee, doch, die haben gestackt. Das triggert mich gerade. Muss ich sagen.
Meine Kamera hat irgendwie komisch bewegt. Kann das vielleicht sein, wenn du die händisch herstellst, oder stellst du die alle einzeln her? Du kannst alle Treats, alle Gene auf einmal hinzufügen. Also wenn ich jetzt hier mal einen Honey Treat nehme und dann kann ich hier mit Gene. So. Ah, okay. Vielleicht liegt es da dran. Und jetzt kannst du halt... Okay, die stapeln sich wirklich nicht. Ich dachte, die stapeln sich. Aber warte mal. Die stapeln sich eigentlich. Aber nur, wenn du das über Autocrafting machst. Vielleicht ist das Problem. Komisch. Also, Autocrafting ist das Ziel. Ist ja komisch. Sagen wir einfach, Minecraft ist komisch. Man weiß es einfach nicht. Ja, gehe ich einfach von aus, dass es random ist.
Ja. Ja, keine Ahnung. Bis wann Samstag? Also bis heute. Gemüsebrühe Paprika.
So, dann gucken wir doch mal. Ortbier und... Oh. So, was... Drei Gold brauche ich, okay. Schön. Muss das hier rein? Nee.
Oh mein Gott. Also erstmal irgendein Video anmachen und eine Dreiviertelstunde nichts tun. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert bei Medieval. Oder? Ja? Nein? Weiß ich nicht. Na, ich kann ein Bett bestellen. Gibt schöne Erfahrung, ne? War doch klar. Gleich eine ganze Palette? Danke. Zum Glück ist das ein anderer Speicherstand, geht das noch.
Oh Gott. Okay, Bestellung geliefert. Oh, 100 Goldcoins. Sauber. Dankeschön. Wow. Das richtig schön lange noch brauchen. Das. Und wie viel Level steigst du auf? Viel Erfolg. Imperium des Fladenbrotes. Zwei Biersorten sind leer.
Oh. Krass. Montag. So, Pilz mit Sahne, Gemüsebrühe mit Salat. So, Gemüse einlagern. Wie funktionieren eigentlich die Marktstände? Kannst du das in zwei Sätzen erklären? Ha!
Und dann kriegst du einfach Silber dafür, oder was? Ah, okay. Dann macht die Laden auf. Ah, vielleicht weil Sonntag ist. So, Zuckerrohr. Diese Fliege nicht. Okay. Dann willst du irgendwas in die Luft sprengen, oder?
Oh, ja, hast recht. Aber trotzdem, das ist schon gut was. Finde ich. Dafür, dass du ohne Server spielst. So, ein bisschen Bier können wir noch brauchen. So, und die Polium- und Plutonium-Pedals haben sich auch gerade wieder angeschmissen. Du brauchst ja die. Ja. Aber zum Glück nur die Rohform, das passt zum Glück echt gut. Ja, Bestellung ist da. Eins, null, eins.
bisschen Wasser holen. Okay. So, jetzt kann ich es erklären. Zuerst wählt man einen Warentyp aus, zum Beispiel Nahrung, und dann die Items, die man verkaufen lassen will. Mit der Intensität bestimmst du dann irgendwie... Okay. Also du könntest dann dein Brot verkaufen. Okay, hört sich nice an. Wow. Okay, du hast ein bisschen zu viel hergestellt. Ja, okay. Hört sich ein wenig wirklich übertrieben an. Und wie lange hast du für die Menge gebraucht? Oh, krass.
Oh. Habe ich ein wenig übertrieben? So, dann haben wir das auch fertig.
So, aber ich werde dann für heute Feierabend machen. Und dann spielen wir morgen wieder Medieval. Ups. Gucken dann mal weiter. Ja, aber heute haben wir an sich nicht viel geschafft, außer eine kleine Erweiterung hier. Und haben... Ja, genau, ich muss noch Clips bewerten. Und haben hier ein wenig die... wie heißt es gleich noch? Die Holzfarm vorangetrieben, was ich ganz cool fand. Naja, aber... So war es das dann erstmal für mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine angenehme Nacht. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wie gesagt, bei... Oh Gott. Bei Medieval. Da gucken wir mal, wie viele Häuser wir bauen werden. Und ja, also. Denne bis Antenne. On the Rhine bis Brian. Auf Wiedersehen und danke fürs dabei sein. Und Tschurieu und auf Wiedersehen. Ciao.